Officer Washburn, wie geht's Ihnen denn heute so? Eine Frage, Ned. Wissen Sie zufällig, wo ich was zum... Auch wenn es so wäre, ich würde es Ihnen doch nicht sagen. Das war eine schlimme Woche. Ja? Ja. Hier für Sie, Officer. Hey, danke, Mann. Wow. Unsere Klinik wurde genau deswegen erfunden, um dem Selbstmord mehr Würde zu geben. Hey, so wird ja sogar ich ein Wettrennen gewinnen und damit herzlich willkommen zur Wochenvorschau hier im VIP-Kino-Magazin. Hier gibt's die Top-Neustarts der Woche, damit ihr eure Kinowoche besser planen könnt. Heute mit einem total witzigen Diktator, einem richtig coolen Bruder, einer ziemlich verrückten Idee und einem, ja, echten Selbstmordprofi. Los geht's mit Sacha Baron Cohen alias Ali G, alias Borat, alias der Diktator. Wie immer ziemlich witzig, total schräg, gesellschaftskritisch und irgendwie vollkommen krank. Der Diktator. Good afternoon, everybody. For over four decades, the people have lived under the rule of a tyrant who denies them their most basic human rights. The time has come for him to step aside. We must keep on with the NATO mission and bring him to justice. Yachamenden, Yachamenden, Aisha, Aisha, hi. Okay, das war ausgedacht. Oh, oh, it's the rock in the building. Yes, ma, I ain't gotta tell you, but it's your boy Ho from the U.S. Yes, lay down, slow. Vips, was für ne Schalmachei ham dudel dein Machala. French boy mingling, ingling, metlin in the Netherlands, checking in daily on the aliases. Ah, Amerika, der Geburtsort von AIDS. Admiral General, willkommen in New York City. Und während Sie hier sind, empfehle ich unbedingt einen Abstecher zum Empire State Building, bevor Sie oder einer Ihrer Cousins es zerstören. One, young, two, you, one, two, three. Malawa! Megan. Du warst jeden Cent wert. Ich hoffe, es ist alles so, wie dein Manager bestellt hat. Was, ein Rubin? Soll das ein Witz sein? Hältst du mich für eine der Kardashians? Natürlich nicht. Du bist nicht so behaart. Wo die wohl behaart sind? Egal. Ab in den Jemen und zwar zum Lachsfischen. Klingt bekloppt? Ist es auch, aber nicht unmöglich, wie Ewan McGregor in diesem wunderschönen Film beweist. Sehr geehrter Dr. Jones, ich vertrete einen Klienten, der beträchtliche finanzielle Mittel besitzt und den Wunsch hegt, im Jemen Lachse einzuführen. Sehr geehrte Harriet Chadwood Talbot, wenn ihr Scheich sein Geld zum Fenster hinauswerfen möchte, warum kauft er sich keinen Fußballverein oder so etwas? Herr Premierminister, ich arbeite gerade daran. Ich glaube, ich habe da etwas, das Ihnen gefallen könnte. Wir brauchen eine richtig positive Geschichte aus dem Nahen Osten, ein Kracher. Neue Girlband auf Tournee durch den Nahen Osten? Hm, vielleicht. Nein, lieber nicht. Projekt zur Einführung des Lachsfischens im Jemen. Das Ganze ist ein bescheuerter Witz. Es gibt 2 Millionen Angler in Großbritannien. 2 Millionen, die ihre kleinen Ruten schwingen? Fantastisch. Das Projekt hat ab sofort höchste Priorität. Das ist einfach lächerlich. Hm. Wir müssen 10.000 Lachse einfangen, sie lebend in den Jemen transportieren. Dann wäre ihr Scheich in der Lage, sie nach Herzenslust aus dem Wasser herauszuangeln. Natürlich nur bis zur Trockenzeit, wenn sie alle eingehen. Ich finde selbst raus. Wiedersehen. Oh. Sie halten mich für verrückt. Es würde an ein Wunder grenzen, wenn es wahr würde. Finden Sie nicht, dass es extrem gut vorangeht? Es ist eine außergewöhnliche Idee. Das Projekt habe ich nicht gemeint. Nein, ich eigentlich auch nicht. Vertrauen, Dr. Jones? Ja, also dann Vertrauen. Manchmal glaube ich fast, dass dieses verrückte Unternehmen doch gelingen könnte. Hey! Also das Einzige, was mich am Lachsfischen im Jemen wirklich stören würde, wäre die Hitze. Weit und breit kein Baum für Schatten. Apropos Schatten. Einen solchen hat auch Ned, schenkt man seinen Geschwistern Glauben. Aber das sollte man nicht, denn Ned ist einfach mal nett. Freundlich, offen, zuvorkommend und vor allem glücklich. All das, was die, die ihn Our Idiot Brother nennen, nicht sind. Ich habe mich früher rausgelassen, weil ich viermal hintereinander der netteste Insasse des Monats war. Oh Gott, Ned,
kreuzt bei uns auf. Du hast gesagt, dass ich hier immer willkommen wäre. Momentan arbeite ich an einer Tomide. An einer was? Das ist eine Kreuzung zwischen einer Tomate und einer Zwiebel. Damit wird auch jede Tomatensoße viel schneller fertig. Er gehört zu meiner Familie. Ich kann ihn doch nicht einfach grundlos vor die Tür setzen. Wo versteckst du dich? Ich werde dich finden! Ich wollte ihn nicht hier haben. Das Kind hat seitdem nur Blödsinn im Kopf. Sieh dir das an! Kann er nicht bitte bei euch wohnen? Was stimmt nicht mit meiner Schwester? Sie ist hübsch, aber so bestimmend. Was genau hat er gesagt? Er hat gesagt, dass du äußerlich hübscher bist als innerlich. Und zwar um Längen. Alter! Hast du das Tourette-Syndrom? Sie ist eigentlich für alles offen. Sie war sogar mit unserem Cousin in der Kiste. Unser idiotischer Bruder hat gerade mein scheiß Leben ruiniert. Ich glaube nun mal daran, wenn man das Gute in den Menschen sieht. Wenn man ihnen nur die besten Absichten unterstellt. Können Sie mal kurz halten? Dann wird man auch nicht von ihnen enttäuscht. Ich finde die Art, wie Sie ihr Leben führen, sehr schön. Wenn ich jemanden so bedingungslos lieben könnte, wie Ned jemanden lieben kann, dann wärst du nicht so ein Miststück und du nicht so eine miese Ratte. Wer ist der Mann? Ich bin hier der Mann. Lauter! Ich bin hier der Mann! Ja! Los geht's! Ich versuche, mein Bestes zu geben. Aber irgendwie versaue ich's immer. Und dann bin ich auch noch schwach geworden und habe mir mit so einem Jungen eine Tüte reingezogen. Okay, das habe ich nicht gehört. Also, ich habe mir mit einem Jungen eine Tüte reingezogen. Man erzählt seinem Bewährungshelfer nicht von irgendwelchen Joints. Oh Mann. Können Sie den Satz einfach streichen? Wenn das mit dem Vergessen nicht auf Anhieb klappt, eine Tüte kann helfen. Eine Tüte ist auch gut für über den Kopf, also wenn man sterben will. Aber ein Suizid will nicht nur gut überlegt, sondern auch gut geplant und durchgeführt sein. Und da kommt Dr. Kruger mit seiner Klinik ins Spiel. Sterbehilfe für alle, die sowas von überhaupt keinen Bock mehr haben. Naja, und dann gesellt sich noch ein Serienkiller dazu. Was für ein Chaos. Kill me, please. Ein Suizid ist keine einfache Angelegenheit. Besser also, Sie begeben sich dafür in professionelle Hände. Unsere Klinik begleitet Ihre Patienten bei einer rundum gelungenen Freitoderfahrung. Nach dem ersten Schluck haben Sie genau 3 Minuten. Nicht mehr. Gute Reise. Danke, Doktor. Wir organisieren traumhafte, letzte organisatorische Angelegenheiten. Ich möchte der Erste sein, der heute Morgen stirbt, okay? Und auch extravagante, suizidale Wünsche. Ich wusste gar nicht, dass man auch beim Verbrennen, naja, sterben kann, das hätte ich gern. Werden gewissenhaft erfüllt. Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Von einem Glück unsagbar schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt. Er weiß, für wen. Wozu denn umbringen? Einfach noch eine Woche so weiter rauchen und dann geht's von ganz alleine zu Ende. Also so zumindest klingt der Husten, oder? Das waren sie, unsere Top-Neustarts der Woche. Infos zu allen anderen Filmen, die diese Woche noch neu in die Kinos kommen, findet ihr wie immer hier unten oder da hinten. Mehr Kino und Icke gibt's auf Leinwand.tv, meinem eigenen kleinen Kanal. Und die nächste Wochenvorschau gibt's in einer Woche wieder hier. Bis dahin macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und immer schön dran denken, im Kino Popcorn nicht vergessen. Tschüsschen.